keiner hat wirklich verstanden, was wir so erlebt haben auf der Reise, haben wir gesagt, wir brauchen Gleichgesinnte. In Tadschikistan, es war halt so das einzige Land, wo es unheimlich schwierig war, da überhaupt reinzukommen, ohne irgendwo mal eine Straße zu verlassen oder durch den Fluss zu müssen. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich das ideale Land, wo jeder mal hinreisen sollte. Noch zwei Unterhosen, zwei T-Shirts, drei, viermal umgedreht. Karte, Kompass und los geht's. Was jetzt noch fehlt, das brauchen wir nicht. Du bleibst zu 99% irgendwo mal backen auf der Strecke und du bist gezwungen, den Einheimischen mit Händen und Füßen zu erklären, wie sie jetzt dein Auto reparieren sollen, dass irgendwas kaputt ist. Und du wirst dann automatisch bei denen zu Hause eingeladen. Du hast diese extreme Kulturinteraktion. Und das forcieren wir natürlich so ein bisschen dadurch. Ja. Und das ist auch, was wir wollen. Das scheint hier noch ein bisschen anders zu laufen. Jedes Team sammelt mindestens 750 Euro ein. Das ist der eine Aspekt, der hier passiert vor der Rallye. Und der zweite ist, dass wir die Autos versteigern vor Ort. Und das ganze Geld geht an ein Hausbauprojekt in Tadschikistan, wo wir für Familien die Häuser fertig bauen und Erdbeben sicher machen. Wir haben es geschafft. Das ist überhaupt nicht bekloppt.